Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Walls auf dem Hypixel-Server. Heute habe ich ein Thema für die Episode rausgesucht, und zwar Microsoft kauft Mojang. Und zwar habt ihr davon ja wahrscheinlich schon alle mitbekommen, und zwar wurde Mojang, also quasi die Firma von Minecraft oder die Firma, die halt Minecraft entwickelt hat, von Microsoft gekauft. Und ja, in dieser Episode möchte ich einfach mal ein bisschen drüber reden, warum Minecraft überhaupt oder warum Mojang halt verkauft hat, warum Microsoft Mojang gekauft hat und was das jetzt so genau für uns bedeutet, also für uns ganz normale Minecraft-Spieler, die gerne auf Hive und auf Hypixel spielen und so weiter. Und ja, ich denke mal, Hypixel, The Walls ist ganz gut dafür, weil man halt in der Aufbauphase ziemlich gut über sowas reden kann. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an der Episode, und ich würde sagen, ich cutte jetzt einfach und dann sehen wir uns in-game wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. Wir spielen eine Runde Castle. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal direkt mit dem Thema an, sobald ich hier ein bisschen Essen geholt habe. So, ich spiele übrigens auch mal Main Account, das bedeutet, ich habe wieder die ganzen Kits und so. Und ja, also, warum hat Minecraft oder warum hat Mojang sich verkauft an Microsoft? Ja, also ich glaube, ihr wisst alle, dass, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Der Entwickler, der Minecraft ja quasi erfunden hat, das ist ja Notch. Also den solltet ihr alle kennen, wenn ihr Minecraft spielt. Wenn ihr den nicht kennt, dann bitte schämt euch. Also wirklich, den kennt man einfach. Und der hat halt, wie gesagt, Minecraft sich überlegt und erfunden quasi. Und bei dem war es jetzt so, dass er in der letzten Zeit, also schon die letzten Updates, gar nicht mehr so die Ahnung hatte, was er überhaupt noch hinzufügen möchte und sich auch immer mehr zurückgezogen hat. Weil, also er hat so für sich gesagt, dass das Spiel, so wie es jetzt ist, so findet er es gut. So finde ich es cool, so wollte ich es haben. Und ja, im Endeffekt, ich weiß nicht, also er hatte halt nicht mehr so die Motivation quasi, da weiterzumachen. Vielleicht haben ihm auch die Ideen einfach gefehlt. Und dann ist es natürlich so, dass man das dann vielleicht doch in andere Hände übergibt, damit es halt noch weitergeht. Und ja, also das ist, denke ich mal, einer der Gründe. Ein anderer Grund ist ganz einfach das Geld, liebe Freunde. Und zwar wurde Minecraft, ich mache den Ingame-Sound aus, und zwar wurde Minecraft, soweit ich weiß, für 2,5 Milliarden Dollar, ja, ich glaube, das waren Dollar, verkauft, also halt gekauft von Mojang, wollte ich gerade sagen, von Microsoft natürlich. Und ja, also ich glaube, 2,5 Milliarden Dollar, das ist eine Menge, das kann sich, ich glaube, das kann sich keiner von euch vorstellen. Natürlich weiß man, das ist echt viel Geld, aber wie viel Geld das wirklich ist, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und ich habe mir schon ein paar Meinungsvideos darüber angeschaut und auch ein paar Videos, die relativ sachlich sogar waren. Also ich habe mir ein paar Videos zum Beispiel von relativ bekannten PvP-YouTubern angeschaut und Leute, nee, ganz ehrlich, PvP-YouTuber, nein, das war nicht so gut, wie die darüber geredet haben, fand ich. Aber ich habe mir ein paar Videos von reiferen Personen quasi und gebildeteren Personen angeschaut, die das dann auch viel besser erklärt haben, so habe ich es dann auch verstanden. Und zwar hat der eine dann zum Beispiel einen Vergleich gehabt dafür jetzt, und zwar hat er gesagt, 2,5 Milliarden Dollar. So viel Geld kann man sich nicht vorstellen, ja, ist klar. Aber man kann sich immer so überlegen, dass man einfach für immer genug Geld hat. Man wird nie wieder einen Cent brauchen, man wird nie wieder arbeiten müssen oder anderes. Und ja, das ist nicht alles. Also natürlich, die Kinder müssen auch nicht mehr arbeiten und die Enkel nicht und die Urenkel und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich, also ich glaube, so kann man sich das schon eher vorstellen, dass es quasi, das ist ein Deal, bei dem einfach die komplette Familie für die nächsten Generationen komplett gesichert ist. Also man versorgt halt quasi die nächsten, keine Ahnung wie viele Generationen der Familie einfach komplett mit Geld. Die müssen nie arbeiten gehen, sie müssen irgendeinen Finger krumm machen, um gut zu leben. Und ja, also natürlich Steuern und so weiter, und das ganze Geld wird ja aufgeteilt zwischen den, zwischen Mojang-Mitgliedern und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt bleibt halt immer noch extrem viel Geld über für jeden Einzelnen, und ich glaube, so ein Deal könnte man einfach nicht ablehnen quasi. Weil es ist einfach so unglaublich viel Geld, und das ist einfach quasi eine, also die Existenz von mehreren Generationen der Familie, dass man da dann mit einem Deal quasi macht. Und ja, Notch hatte ja, wie gesagt, sowieso, also ich will nicht sagen keine Motivation mehr, aber für ihn war das Spiel fertig, er wollte es genauso haben, für ihn war es perfekt und er hätte eh nicht mehr weitergearbeitet, denke ich mal, oder halt nicht so viel, und vielleicht auch einige andere Mojang-Mitarbeiter auch nicht. Und dann ist das natürlich quasi, ja, es ist quasi in die Karten gespielt,
dass er denn das einfach annimmt und so viel Geld dabei noch mitnimmt. Das hört sich jetzt ein bisschen geldgeiler an, aber es ist einfach wirklich, es ist ja nicht nur für einen selber, sondern wie gesagt halt auch für die ganze Familie, die nächsten Paare, Generationen. Und ich glaube, das war so der Grund, warum Mojang überhaupt verkauft hat. Aber was ich eigentlich viel interessanter finde, ist, warum Microsoft es überhaupt gekauft hat. Ich meine, ja, also mal ganz im Ernst. Wer kauft ein Spiel oder eine Entwicklerfirma von einem Spiel für 2,5 Milliarden Dollar, ohne dass sie dabei das Geld wieder reinbekommen? Also ich denke, wenn man sich etwas kauft, will man doch immer, dass es irgendwie seinen Zweck erfüllt oder dass man halt das Geld wieder reinbekommt, wenn man es investiert halt in, keine Ahnung, eine Firma oder sowas zum Beispiel. Und deswegen gehe ich irgendwie schon davon aus, dass Microsoft irgendwas vorhat, dass sie das Geld halt wieder reinbekommen. Irgendwie. Natürlich ist es jetzt so, dass irgendwie schon jeder Minecraft hat und natürlich es gibt immer noch Leute, die sich das neu kaufen und so weiter. Aber im Endeffekt, ja, irgendwann hat es jeder. Und ich gehe auch irgendwie davon aus, dass so Server und sowas alles weiterhin relativ günstig bleibt, also dass sie da halt kein Geld machen. Mich würde echt interessieren, woher sie das Geld jetzt nehmen. Also es gibt natürlich so ein paar Sachen wie zum Beispiel ja, Windows Phone oder so. Also ich weiß nicht genau, was es ist. Also es ist ein Handy halt und so, ich weiß halt das Grobe. Ich habe halt kein eigenes und ich könnte mir vorstellen, dass ein Windows Phone zum Beispiel mit Windows halt läuft und dass man darauf vielleicht Minecraft spielen könnte, wenn es das geben würde. Und sowas könnten sie zum Beispiel herstellen quasi, also dass Minecraft fürs Windows Phone rauskommt. Das ist natürlich so eine Sache, also ich weiß nicht, ob sich so viele Leute das fürs Windows Phone dann holen würden. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es schon einige machen. Ich guck mal kurz, wie viel Eisen ich habe. Okay, das dürfte reichen. Und ja, also was ich mir vielleicht dann doch noch vorstellen könnte, ist, dass Minecraft oder dass Mojang halt, nein, nicht Mojang, das ist alles so verwirrend, weil halt alles mit M anfängt, halt Mojang, Minecraft und Microsoft. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Microsoft gar nicht mal so am Geld interessiert war, in Anführungszeichen, sondern eher daran, dass es einfach Minecraft ist, weil es gibt so unglaublich viele Leute, die Minecraft spielen. Es sind unfassbar viele. Ich glaube nicht, dass ihr euch das auch nur im Ansatz vorstellen könnt, wie viele Leute das spielen. Zum Beispiel, allein jetzt mal nur auf Hive, nur in der PvP-Szene. Es gibt so viele Server. Es gibt Hive, es gibt Gomme, es gibt Hypixel. Es gibt so unfassbar viele Server, auf denen so unglaublich viele Leute spielen. Zum Beispiel, auf Hive sind es ja jetzt im Moment nicht so viele. Aber ja, auf Hypixel zum Beispiel, da sind 10.000 Leute online. Oder auf Gomme sind auch immer 10.000 Leute online. Oder auf, wie heißt der andere Server? Mineplex. Da sind auch extrem viele Leute einfach online. Und das ist ja nur die PvP-Szene oder Minigame-Szene. Und ich kenne noch nicht mal alle Server davon. Also es gibt, denke ich mir, noch viele, viele Leute. Mehr, die das halt spielen. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es einfach noch auch extrem viele Leute gibt, die es einfach noch im Singleplayer spielen und einfach nur für sich so. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt genau war. Warum habe ich das erwähnt? Ach ja, genau. Es gibt halt extrem viele Leute, auf die sie Einfluss nehmen können. Könnten. Okay, da war ein Loch. Und zwar jetzt nur als Beispiel. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und zwar, wenn man Minecraft hatte, kommt ja dieses Mojang-Logo. Und wenn man da jetzt einfach nur Microsoft schreiben würde oder das Microsoft-Logo, das wäre schon extrem. Ja, extrem gut für Microsoft, für die Firma an sich. Und ja, warum? Es ist halt, es manipuliert die Leute schon irgendwie, wenn sie bei Minecraft sehen, wenn das jetzt kleine Kinder sehen, die so, sagen wir mal, 8 Jahre alt sind, und die sehen das, wenn sie Minecraft schauen, dieses Logo, und wissen gar nicht, was es bedeutet. Und dann wollen sie in 4 Jahren eine eigene Konsole haben, einen PC oder irgendwie sowas. Und dann sehen sie einfach dasselbe Logo bei dem PC. Und ihr müsst ja mal geben, was das dann wahrscheinlich in den Kindern auslöst. Das wird dann, oh, das kenne ich, das sind ja die von Minecraft, ne, die sind ja gut. Lass uns da mal einen PC kaufen oder eine Xbox oder sowas. Und ich glaube, das ist so, keine Ahnung, das kann schon sehr, sehr, sehr wichtig sein. Und sie können damit sehr viel Umsatz machen, denke ich mal. Also das ist jetzt alles nur meine Meinung, meine Spekulation und so weiter. Und ich denke, allein diesen Einfluss auf so viele Menschen, auf eine ganze Generation einfach. Ich meine, ganz im Ernst, wer von unserem Umfeld jetzt ist irgendwie meinetwegen, sagen wir, 6 bis 16 Jahre und hat noch kein Minecraft gespielt oder hat halt keinen Account und so weiter. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt kaum welche. Also natürlich gibt es welche, aber es sind einfach so wenige und einfach auch so viele, die einfach Minecraft spielen und halt so wenige, die es nicht tun. Und allein jetzt mal zum Beispiel bei mir im Bus, ja, also ich fahre ja mit dem Bus und immer wenn ich meine Musik dann anmache, also ich höre eigentlich Musik im Bus und davor höre ich ja immer ein bisschen die kleinen Kinder und ich höre da einfach so oft,
was von wegen, ja, Pigments in der Hölle getötet, Obsidian gefarmt und sowas alles. Und das ist echt schon heftig. Und zum Beispiel, ich bin ja auch in einer neuen Klasse jetzt, also vielleicht, ich habe das noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Also ich habe ja die Schule gewechselt und bin jetzt in der neuen Klasse. Und in den ersten Tagen haben wir uns halt vorgestellt, weil das macht man ja so, wenn man neu in der Klasse ist. Und dann sollten wir zum Beispiel über unsere Hobbys was erzählen. Und dann war es einfach so, dass da ein Mädchen war. Die war, ich glaube, sie ist 17 oder 18, aber ich glaube 17. Und sie hat einfach erzählt, ja, ich treffe mich hier mit Freunden und. Also ich treffe mich gerne mit Freunden, ich gehe shoppen. Ich habe gerade gedacht, hat jemand an die Tür geklopft, WTF. Und dann meinte sie aber auch, und ich baue gerne in Minecraft. Und das hat mir irgendwie so gezeigt, wie viele Leute einfach Minecraft spielen. Und wenn Microsoft einfach auf so viele Leute Einfluss hat, das ist echt, das ist, glaube ich, schon die 2,5 Milliarden Euro oder Dollar halt wert. Weil ich glaube, man kann sich das so gar nicht vorstellen, wie viele Leute das einfach sind, die denn beeinflusst werden von Microsoft. Und ja, also ich glaube, das ist schon sehr, ja, sehr, 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 ich will nicht sagen wichtig, mir fehlt das Wort. Es ist halt sehr. Ja, keine Ahnung, es ist einfach Prestige, dass sie Microsoft, dass sie jetzt Minecraft haben, also Microsoft, dass Microsoft Minecraft hat. Jetzt ein bisschen verwirrend irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber es ist halt einfach so, dass sie damit einfach so einen großen, ja, Prestigegrad erreichen. Das ist echt heftig, vor allem, weil einfach, es sind so viele Leute, die einfach Minecraft spielen und sie werden einfach jetzt für immer, oder ab einer bestimmten Zeit halt für immer, ja, Microsoft mit in Verbindung bringen und Microsoft wird so, denke ich mal, auf jeden Fall viel mehr Umsatz machen. Also zum Beispiel die PCs oder so. Oder was auch passieren könnte, ist ja zum Beispiel, dass, wenn Minecraft jetzt geupdatet wird, dass es dann irgendwie zufälligerweise so ist, dass Minecraft ja Apple nicht mehr unterstützt. Da kann man es nicht mehr auf Apple-PCs spielen. Also ich weiß nicht, ob es passiert. Das ist jetzt alles nur, wie gesagt, meine Meinung, Theorie und so weiter. Aber es könnte natürlich passieren. Und dann ist es natürlich so, dass man sich ja wahrscheinlich ein Microsoft-Gerät kaufen sollte, damit man Minecraft spielen kann. Und ich glaube, ja, das könnte halt, wie gesagt, passieren. Ja, also wie gesagt, aber ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass Minecraft, also für uns jetzt so, ne? Also ich glaube nicht, dass sich Minecraft für uns sehr stark verändert. Also es gibt ja zum Beispiel viele Leute, die sagen einfach, ja, da muss man bezahlen, damit man auf Online-Servern spielen kann. Ich glaube das gar nicht, weil das wäre total behindert. Es hat ja keinen wirtschaftlichen Nutzen im Endeffekt dafür. Also ich meine, was bringt Microsoft das, außer ein bisschen mehr Geld? Also, keine Ahnung. Also sie werden halt sonst User verlieren und so. Und ich glaube nicht, dass es passieren wird. Oder sagen auch richtig viele Leute, ja, Minecraft wird komplett neu gecodet und die werden es komplett verändern und so. Was ich aber auch nicht glaube. Ich meine, im Endeffekt, der einzige Vorteil, was passieren könnte, wenn sie es neu coden. Also sie haben es ja auf der Engine Java im Moment und Java ist scheiße, deswegen laggt es ja auch so viel. Also Minecraft ist ja ein relativ laggendes Spiel. Ihr seht es, nur 400 FPS, es laggt ja wie scheiße hier. Nein, aber ihr kennt das ja wahrscheinlich. Also viele Leute haben halt schlechte PCs und bei denen läuft es nicht so gut. Und es liegt halt zum Teil an Java, weil Java einfach eine scheiß Engine ist. Und ja, Microsoft könnte das natürlich komplett neu schreiben auf, ich weiß nicht was, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber das hätte natürlich gar keinen wirtschaftlichen Nutzen für die, außer dass die Performance für andere Leute besser ist. Aber das will Microsoft ja, denke ich mal, nicht. Das ist denen total egal, ob es bei uns läuft oder nicht. Die wollen einfach nur Geld verdienen und das wäre ja im Endeffekt so, als würden sie ganz viel Geld da reinstecken und würden halt für die Community was machen und kriegen selber davon gar nichts ab, so. Und ich glaube nicht, dass das so das ist, was sie wollen. Sie wollen ja schon Geld verdienen und so weiter. Ich habe mir gerade noch eine Spitzhacke gemacht, ne? Das war natürlich richtig smart. Ja, okay. So, ich brate hier mein letztes Eisen nochmal und jetzt das Gold. So, und dann kann es ja auch gleich schon losgehen. Und ich glaube, ich habe jetzt relativ gut darüber geredet, halt, warum Minecraft überhaupt gekauft wurde und so weiter. Und ich habe, wie gesagt, also ich glaube, dass Minecraft sich für uns jetzt nicht großartig verändern wird. Weil, wie gesagt, es wäre halt einerseits wirtschaftlich nicht so relevant für Microsoft, dass sie Minecraft verändern. Und andererseits natürlich auch teilweise dämlich, wenn sie jetzt zum Beispiel machen, dass Online-Server kosten. Das würden die niemals machen, weil ich meine, dann würden sie so viele User verlieren, das wäre einfach unglaublich. Und das wäre halt ziemlich dämlich eigentlich. Und ja, also ich hoffe, ich habe da jetzt ein bisschen gut drüber geredet. Und ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen. Was ich vielleicht nochmal erzählen könnte, ist, dass, also ich weiß nicht, ob das so gut rübergekommen ist, aber wenn man Minecraft hat, dann hat man einfach in Anführungszeichen echt viel Macht, weil es gibt so, ich weiß nicht, es gibt so unfassbar viele Leute, die einfach Minecraft spielen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das wirklich vorstellen könnt, weil ich war zum Beispiel in England, ja, also es war ja im März, April so. Und da war ich halt in England und da gab es einfach, also es gab halt so Läden und so weiter. Und in richtig vielen Läden, ich glaube in
vier oder fünf Läden, in denen ich war, gab es einfach Regale nur mit Minecraft-Zeug, mit Minecraft-Plakaten und so weiter und so weiter. Und das war echt richtig krass, was ich da alles gesehen habe. Also es war schon cool und so. Aber es hat mir halt gezeigt, dass Minecraft einfach allgegenwärtig im Moment ist. Und ich meine, ja, wie gesagt, welche fünfjährigen Kinder wollte ich gerade sagen? Also welche, ich meine, also ich sag jetzt einfach mal, welche, also zwischen 6 und 16 halt zum Beispiel, ne? Wie viele Kinder kennen da nicht Minecraft oder wie viele spielen es nicht? Das ist echt heftig, wie viele das einfach spielen und das ist einfach so viel Macht und so viel, man kann so viele Leute damit manipulieren, dass man Minecraft besitzt. Und ich glaube, das ist so halt einer der Gründe, warum Minecraft halt verkauft wurde, gekauft wurde an sich halt. Und ja, ich hoffe, dass sie jetzt keine Scheiße damit machen. Und ich glaube es eigentlich gar nicht mal, weil das wäre halt, wie gesagt, ein Schuss ins eigene Bein im Endeffekt. Ich schaue jetzt mal eben, dass ich hier noch einen Flint bekomme. So. Habe ich einen Flint bekommen? Ja, nice, perfekt. So, ich mache jetzt mal den Ingame-Sound wieder an, bevor es hier losgeht. So. Dann würde ich sagen, konzentriere ich mich ab jetzt aufs Gameplay. Ich habe mein Schwert gar nicht verzaubert. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Komm, Schärfe. Ja, nice. So, dann lass ich schnell mitnehmen. So, zack. Und dann laufen wir zur Mitte, weil ich will die Dias hier haben. Oh mein Gott, das sind so viele Leute. Ich setze hier mal kurz mein Inventar noch ein bisschen besser. Okay, der kommt an. Na gut, es sind echt viele Leute und ich mache den Ingame-Sound, glaube ich, nochmal ein bisschen leiser. So auf 8%, das dürfte reichen. Ich hoffe einfach, wie gesagt, dass mein Point of View, meine Meinung, relativ gut rübergekommen ist. Weil, ja, keine Ahnung. Also, es gibt echt viele Videos, die ich schon gesehen habe von Minecraft-YouTubern halt, also von PvP-YouTubern vor allem. Die haben dann einfach richtig scheiße gelabert, meiner Meinung nach. Und die haben es einfach so schlecht erklärt und so oberflächlich. Halt geredet. Zum Beispiel haben sie gesagt, ja, Microsoft ist ja sowieso scheiße, die werden Minecraft komplett verkacken, alles wird teurer und so weiter. Das fand ich richtig dämlich. Vor allem, ja, keine Ahnung, also was ich euch nochmal mitgeben kann, ist, dass ihr, ach, ihr könnt übrigens eure Meinung natürlich in die Kommentare schreiben, würde ich mich echt drüber freuen. Und ja, also was ihr vielleicht einfach so für euer Leben behalten solltet, ist, dass es einfach so ist, auf YouTube jetzt zumindest, dass ihr eure Meinung einfach bitte nicht so ja, extrem vertreten müsst. Oder ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es gibt halt so Leute, wenn sie irgendwie schreiben, ja, ich finde das und das gut und so. Und dann schreibt jemand, nee, das stimmt aber gar nicht. Dann kommen sie mit, ja, du Hurensohn, hast keine Ahnung, lern irgendwas und so weiter. Und das finde ich ist einfach richtig dämlich. Also bitte, ja, macht eure Meinung nicht so extrem, vertretet sie nicht so extrem und ja, keine Ahnung, beharrt da nicht so drauf und vor allem, wenn irgendein YouTuber irgendwas sagt, zum Beispiel ich, wenn ich irgendeine Scheiße laber, dann glaubt mir das einfach nicht. Ihr müsst nicht alles glauben, was irgendwo steht, was irgendjemand sagt, weil, ja, es ist einfach meistens nicht so. Im Internet sind so viele Idioten, das muss einfach nicht stimmen einfach. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch weiter ausführen soll, aber, zum Beispiel habe ich mal irgendwo so einen lustigen Spruch gelesen und zwar war der, eine Studie hat bewiesen, dass Leute etwas mehr glauben, wenn es heißt, es wurde von einer Studie bewiesen. Und ja, ich finde, das ist ein ziemlich guter Spruch, weil ich weiß nicht, also selbst wenn irgendwo steht, eine Studie hat bewiesen und so weiter, wenn das in den Nachrichten zum Beispiel ist, das müsst ihr gar nicht, da müsst ihr gar nicht eigentlich von ausgehen. Also natürlich, warum sollten die Nachrichtenmacher euch anlügen und so weiter? Aber im Endeffekt ist es ja so, alles, was sie sagen, wisst ihr das? Nein, wisst ihr eben nicht. Ihr habt keine Beweise, ihr wart nicht vor Ort zum Beispiel. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es auf YouTube genauso ist. Also es gibt echt viele Leute, die einfach nur Scheiße labern. Und ja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also glaubt einfach keinen Leuten. Also wenn ihr irgendwas gesehen habt oder so, dann glaubt halt euch und glaubt nicht den anderen Leuten. Und alles, was sie sagen, das kann ja schön und gut sein, aber ihr müsst halt nicht mit einstimmen quasi. Oh, gelb ist mein Team. Ich zünde das mal hier alles an, das darf er nicht haben. Okay, da waren coole Sachen bei, aber ist auch egal. Auf der Map ist es übrigens so, dass man hier Pferde reiten kann, aber ich habe gerade den Sattel, egal nicht, den, das Dia-Harnisch Dingstens. Das habe ich verbrannt, leider. Also für die Pferde. Und ja, ich schaue jetzt mal, wo die Gegner denn sind. Oder vorne hätten wir einen blauen. So. Also was ich halt, wie gesagt, mal festhalten wollte, ist, dass ihr eine eigene Meinung habt und ja, der dürft ihr ruhig vertrauen, das ist eure Meinung, aber seid nicht so extrem mit eurer Meinung, also ihr müsst jetzt nicht vor allen Leuten verteidigen und so weiter und die Leute haben beleidigen und so, was ich alles gesehen habe, wie gesagt, vor allem unter den Videos, die ich dazu geschaut habe, ist echt schlimm, also die haben zum Beispiel gesagt, Notch, der Hurensohn, hat es verkauft und ja, im Endeffekt könnt ihr da eh nichts gegen machen und wenn Notch es für sich besser findet oder so, keine Ahnung, dann ist es halt so
Und außerdem, ich finde es auch so ein bisschen respektlos, wie viele Leute einfach Notch haten, zum Beispiel wegen der Eule auch. Die haben ihm da Sachen geschrieben, das war echt schlimm. Also, ich fasse das jetzt mal zusammen, so grob haben sie gesagt, du bist ein Hurensohn. Ne, also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, sie haben halt so geschrieben, ja, du bist so behindert, warum lässt du die Euler zu und so? Was die meisten natürlich nicht wussten, ist, dass Notch damit gar nichts zu tun hat. Das nur nebenbei. Und dafür wurde er einfach gehatet und das finde ich so richtig sinnlos. Vor allem, weil irgendwo fehlt auch der Respekt. Ich meine, Notch hat überhaupt Minecraft erfunden. Er hat dafür gesorgt, dass Minecraft Minecraft ist, im Endeffekt, dass wir es spielen. Und dann ändert er es ein klitzekleines bisschen, was vielleicht ein paar Leuten nicht ganz gefällt. Und dann kriege ich einfach den Hate des Todes ab. Und im Endeffekt ist es ja sogar so, dass, ja, dass ihr im Endeffekt noch spielen könnt. Also ihr könnt ja spielen, ihr habt fast keine Einschränkungen durch die Euler. Also natürlich schon ein paar, aber halt nicht so viele, das haben wir vor allem die Server. Und dafür wird Notch einfach gehatet und dass er dafür das ganze Spiel komplett entwickelt hat, entdeckt hat und erfunden hat, das interessiert auf einmal nicht mehr. Das ist ja so, keine Ahnung, das ist ja dann das kleinere Argument dafür. Also, ja, keine Ahnung. Das finde ich auch so ein bisschen respektlos. Aber ja, insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, relativ gut darüber geredet. Ansonsten kann ich euch zwei Videos empfehlen. Und zwar habe ich ein Video gesehen von Pietsmeet. Richtig gut. Das ist übrigens der letzte, mit dem mache ich irgendwas Lustiges. Das ist sogar ein süßer Bär. Oh Gott, das war fail. Oh Gott, das war auch fail. Und zwar hat Pietsmeet ein richtig gutes Video darüber gemacht. Da habe ich jetzt auch ein paar Informationen her. Und ich hoffe, dass sie ja euch irgendwie. Ich weiß nicht, sollen euch die Informationen gefallen? Ich hoffe, dass sie euch einfach so ein bisschen informiert haben. Und wenn ihr euch das Video von Pietsmeet anschauen wollt, das kann ich nur weiterempfehlen. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Mit super Beispielen. Es hat mega Spaß gemacht, das Video zu sehen. Und deswegen würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Und dann habe ich auch ein bisschen bei den PogChamp Media Typi Store. Also sind auch relativ. Also kann ich euch insgesamt nur empfehlen, die PogChamp Media Typis. Die schaue ich mir selber richtig gerne an, weil sie einfach ein gewisses Maß an Unterhaltung bieten, ohne dabei so zu sein, wie es die PvP halt Spieler halt sind. Also ich weiß nicht, die PvP-Spieler unterhalten vor allem durch Yo, wahrscheinlich diese Ahuanze und die ragen einfach nur und sind halt, machen behinderte Witze und sind vulgär und so weiter. Und ich finde, PogChamp Media unterhält einen richtig gut, obwohl sie das alles eher weniger machen. Dann natürlich macht sie es auch manchmal, das macht ja halt jeder. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass PogChamp Media einfach richtig gut unterhalten kann. Und die haben halt auch ein bisschen darüber geredet. Und dann würde ich sagen, verlinke ich die einfach mal unten, falls ich das jetzt nicht so ganz gut erklärt habe und ihr da halt mehr drüber wissen wollt. Dann schaut euch das Video einfach mal an. Ich hoffe, das gefällt euch. Mir jetzt auf jeden Fall ziemlich gefallen und auch weitergeholfen, das Thema so ein bisschen zu verstehen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich hoffe, ihr findet es gut, dass ich jetzt mal The Walls dabei gespielt habe, weil in der Aufwärmphase oder in dieser Aufbauphase kann man halt super gut über sowas reden. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Ahnung von der Materie habt. Vielleicht auch mal ein bisschen überlegt jetzt demnächst, was ihr so schreibt, wie ihr eure Meinung vertretet, ob ihr direkt beleidigen müsst oder irgendwie herabwertend sein. Herabwertend? Was laber ich? Abwertend oder herablassend sein müsst. Und ja, ich hoffe an sich, dass euch das Video ja soweit gefallen hat. Ich weiß, ich habe es nicht perfekt kommentiert. Also habe ich auch gar nicht versucht. Also ich habe schon versucht, aber es ist mir klar, dass ich sowas nicht perfekt kommentieren kann. Aber im Gegensatz dazu hat Pietsmeet das relativ gut gemacht. Deswegen verlinke ich euch sein Video. Das ist auch, ich glaube, 20 Minuten lang oder so, falls ihr da Interesse dran habt. Außerdem natürlich das von Porkchop Media. Und ja, ansonsten würde mich eure Meinung dazu mal interessieren. Was wisst ihr noch darüber, was ich nicht weiß, was ich vielleicht nicht erwähnt habe? Wir können da gerne mal diskutieren, aber wie gesagt, bitte halt nicht direkt beleidigen, wenn jemand nicht eurer Meinung ist. Oder andererseits halt, wenn ihr zum Beispiel lest einen Kommentar, ja, Bill Gates, ich finde super, dass Bill Gates und Microsoft Mojang gekauft haben und so, dann bitte nicht antworten mit, du Hurensohn, hast keine Ahnung, hast du ihm nicht zugehört und so. Es würde mich freuen, wenn ihr einfach mal diskutiert und dabei wirklich auch, also ihr müsst echt nicht herablassend sein oder irgendwie zu dissen versuchen. Also wenn ihr einfach diskutiert, das wäre richtig super. Aber ich weiß sowieso, dass ihr die beste Community seid, das sehe ich ja immer wieder. Auch beim 2K-Special bei der Montage. Ich hoffe übrigens, dass sie euch gefallen hat. Also es hat lange gedauert, sie zu machen, ich sag's nur so. Also manche Clips waren übrigens über einen Monat alt. Also ich arbeite schon über einen Monat daran, die Clips zu machen, mit After Effects herumzubasteln und so weiter. Aber dazu vielleicht in der nächsten Survival Games Runde noch ein bisschen mehr. Und ansonsten würde ich halt sagen, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich hoffe, dass
euch das Thema gefallen hat. Ich hoffe, dass euch das Gameplay gefallen hat. Und da würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Coca-Cola in die Kommentare, weil ich jetzt erstmal was trinken muss, weil ich habe so viel geredet. Und ja, ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.